Willkommen zu Haus und zu Warframe. Entschuldigung, mir war gerade danach. Wir haben neue Skins bekommen und die schauen wir uns jetzt mal an. Zum einen den Paris-Skin Dryad. Hier haben wir eine. Sieht, wie ich finde. Okay, vielleicht sollte ich den Pfeil mal eben kurz. Habe ich gar keinen. Das ist ja cool. Dann gehört der Fall doch dazu, Entschuldigung. So, hier haben wir ihn also jedenfalls. Sieht, wie ich finde, richtig, richtig geil aus, der neue Paris-Skin. Funktioniert übrigens auch, wie man hier sieht, auch für den Paris Prime. Richtig, richtig geil. Und des Versorgens wieder mit unnötigen Informationen. Finde ich super. Wir können ja mal eben zufällige Farben machen. Wie ich finde, kann man ihn relativ gut einfärben. Wenn jetzt mal hier so vernünftige Farben kommen würden, dann würde ich das auch gerne mal zeigen. Wir machen mal auf Warframe-Farben kopieren. Oh, scheiße. Ich würde jetzt gerne mal zeigen, dass man ihn einigermaßen gut einfärben kann, aber irgendwie sind die zufälligen Farben gerade sehr einfallslos. Na, super. Hat ja wieder wunderbar funktioniert. Jedenfalls sehr geiler Skin, wie ich finde. Sieht richtig geil aus. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand ja vorher den Raptor Cernus so ziemlich optisch am ansprechendsten. Aber hier mit diesem Skin wird der Paris einfach optisch der geilste Bogen. Aber es bleibt halt immer noch der Paris. War noch nie so mein Lieblingsbogen. Dann haben wir einen neuen Eckenbrunt-Skin. Danaus sieht man hier. Oh, ist momentan noch eingefärbt. Ich mache mal eben gerade Standardfarben. So. Sieht auch, wie ich finde, richtig, richtig geil aus. Die Axt, es wäre schön, wenn er das ein bisschen hochhalten würde, aber die Axt wird hier zu einem Schwert. Auch der Schild sieht richtig gut aus. Wir können mal eben zufällige Farben machen. Ja. Oh, das sieht ja schon irgendwie... Hat was, finde ich. Aber ich würde jetzt gern so ein bisschen... Naja, gut. Kann man jedenfalls relativ gut einfärben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie klappt das mit den zufälligen Farben gerade nicht so wirklich. Oh. Doch, das hat auch was. So. Ah, gut, die Warframe-Farben kopieren ist jetzt momentan nicht so der Hit, merke ich schon. Was ist denn hier mit den zufälligen Farben los? Sonst kommen da manchmal wirklich Kombinationen, wo man sich denkt so, ja, gut, das geht auch noch. Man sieht hier so mit der Energiefarbe, das leuchtet halt einfach richtig geil. Das sieht richtig, richtig gut aus. Normalerweise müsste man, ist das hier? Ja, das könnte normalerweise, denke ich mir mal, auch recht gut golden gemacht werden. Ja, funktioniert sehr gut. Sieht richtig geil aus. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Aber kommen wir zum, ja, meiner Meinung nach, wichtigsten Skin für Oberon. Da haben wir eine. Das sieht mal richtig, richtig geil aus. Ich gehe mal eben hier auf Standardfarben. Huch. Ach, was bin ich wieder gut vorbereitet. Moment. So, das ist also... Ach, jetzt ist das mit der Verzierung wieder. Mann! Ich habe mich wieder, wie man merkt, total gut vorbereitet. Wie immer, wie man es von mir gewohnt ist. Ach, verdammt nochmal hier. Mensch! So, okay. So, da haben wir eine. Das ist also der neue Oberon-Skin. Der heißt Feyash. Ich habe keine Ahnung, wie ich es aussprechen soll. Auf jeden Fall sieht der Skin einfach richtig, richtig geil aus. Hat so ein bisschen was von einem, wie nennen sich die Baummenschen? Baummenschen, ich glaube Trent oder so. Aber trotzdem noch so ein bisschen was Dämonisches, wie ich finde. Sieht richtig, richtig geil aus. Wir können mal eben zufällige Farben machen. Alter, oh, Alter, meine Augen, Alter, leuchtet das, das ist so krass. Dieser Skin, der sieht einfach so, boah, ich habe Oberon nie wirklich viel gespielt. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ist nie so richtig mein Warframe geworden. Aber dieser Skin, dieser verfickt geile Skin, das, hat ein bisschen was Schwules, aber sieht gut aus. Dieser verfickt geile Skin, der sieht einfach nur krass aus. Der sieht, ich finde, egal wie der gefärbt wird, egal was für Farben da kommen, er sieht einfach geil aus. Das ist einfach wirklich so. Ja, so einen geilen Skin würde ich mir wirklich für Frost Prime wünschen, dass da mal so ein richtig geiler Skin kommen würde, wie hier für Oberon. Das sieht so dermaßen krass aus. Das ist der Wahnsinn, das ist der Hammer. Bekommen könnt ihr das Ganze für 245 Platinum im Market. Und dann bekommt ihr halt alle drei Skins. Einmal den oberen Skin Feyash, den Eckenbrunt Skin Danaus und den Paris Skin Dryad. Hier dreht sich das nochmal schön so ein bisschen. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Das sieht
Sieht einfach geil aus. Da kann ich mir sagen, was man will. Wenn euch der Skin gefällt, und das tut er, kauft ihn euch. Ja, ich meine, gut, der Eckenbrand-Skin, ob es das jetzt unbedingt braucht, weiß ich nicht. Der Paris-Skin, ob es ihn unbedingt braucht, naja, sei mal dahingestellt. Aber der Oberon-Skin ist einfach zu episch, als dass man ihn nicht im Inventar haben möchte. Das soll es dann auch schon für dieses Video gewesen sein. Ich drehe ihn mal kurz. Das ist so meine momentane Färbung, meine, ja, ich sag mal, Übergangsfärbung, bis ich was Besseres gefunden habe, bis mir was Besseres eingefallen ist. Aber ich finde, es sieht trotzdem einfach geil aus. Wie gesagt, egal wie man ihn färbt, ich finde, er sieht einfach nur richtig, richtig krass aus. Das war's dann auch mit diesem Video. Ich danke wie immer für eure Unterstützung und fürs Zuschauen. Der Haus ist raus und tschüss.